Mount McKinley ist gewissermaßen mein Schicksalsberg. 1995 bin ich knapp unterhalb des Gipfels gescheitert, 2014 schon im Hochlager. Unsere Taktik diesmal wird es sein, so schnell wie möglich das Medical Camp auf 4300 Meter zu erreichen, um dort auf unsere Gipfelchance zu warten. An diesem Berg braucht man viel Geduld und Glück, vor allem Wetterglück. Vielleicht haben wir es ja diesmal. Wünschen würde ich es mir, denn mit dem Mount McKinley würde sich für mich ein Traum erfüllen, der Traum von den Seven Summits. Thank you.
21. Mai. Wir befinden uns immer noch im Medical Camp auf etwa 4300 Meter. Gestern sind wir hinauf in das Hochlager auf 5300 Meter gestiegen. Allerdings wehte dort ein kräftiger Wind. Es wäre für uns unmöglich gewesen, dort ein Zelt aufzustellen, um dann heute zu versuchen, den Gipfel zu erreichen. In der Nacht hat es kräftig gestürmt, es hat auch geschneit. Inzwischen hat es sich etwas wieder aufgelockert. Allerdings sind die Wetterprognosen für die nächsten Tage nach wie vor unsicher. Wir ziehen es daher vor, abzuwarten und auf besseres Wetter zu hoffen. Ob der Plan aufgeht, man wird sehen. Für wie wahrscheinlich hältst du es, dass wir den Gipfel erreichen werden? Ups, nächste Frage. Nein. 10%? Manchmal ist halt so, man muss sich wirklich den Wetterbedingungen hier stellen. Und schaut jetzt folgendermaßen aus. Heute ist Samstag, der 23. Mai. Es schneit draußen für heute Nacht und morgen Sonntag wird Sturm auch auf dieser Höhe 4300 von 90 Kilometern erwartet. Also da kann man erst einmal die Ohren anlegen. Der Sturm kommt mit Schnee, das heißt auch im oberen Bereich des Berges wird sich wahrscheinlich die Schneedecke nicht stabilisieren, sondern es wird sich auch eine Lawinensituation einstellen, die wir von hier aus jetzt noch nicht sehen können. Wir wissen nur von zwei Schweizern, die am Freitag früh eben umgedreht sind, kurz vor dem Denali-Pass, schon wegen Lawinengefahr. Und es wird jetzt sicher über die kommenden ein, zwei Tage sich dort nicht entspannen. Gell? Mai, wie schätze ich die Lage ein? Ich denke, wir werden einfach einen Versuch starten, so Montag, Dienstag, und dann schauen, wie weit wir kommen. Gell? Riskieren wollen wir dabei weder Leib und Leben noch irgendwelche Einzelteile der Finger oder der Zehen, und come back alive and come back as friends. Das ist immer so das die Hauptprämisse beim Expeditionsbergsteigen. Vielen Dank.